Fertig, Luisa. Ja, hier ist sie. Es ging schnell, nicht wahr? Soll ich es gleich zur Post bringen lassen? Das besorge ich selbst, danke. Verzeihung, Herr Rechtsanwalt. Ich wollte Sie um Ihre Hilfe bitten für eine Freundin von mir. Sie ist die Frau von Ilari. Sie wissen doch, von dem es heißt, dass er Marcella Punteri umgebracht hat. Ja, ja. Im Augenblick bin ich aber sehr stark beschäftigt, Luisa. Herr Rechtsanwalt, Mario ist unschuldig. Eine Minute, ich komme sofort. Ich muss es mir erst überlegen. Fragen Sie morgen nochmal. Guten Tag, Roberto. Tag. Ich habe eine Überraschung für dich. Papa möchte dich kennenlernen. Ach, so schnell? Ja, dein Erfolg im Fall Tiberi hat ihm imponiert. Ausgezeichnet. Ob mein Anzug genügt, Elena? Naja, wir werden ihn in den Kauf nehmen. Und die Krawatte? Ideal ist sie nicht, aber das macht nichts. Ich werde dir eine neue schenken.
Entschluss, sich dem Strafrecht zu widmen, ist lobenswert, aber man darf auf diesem Gebiet keine Mittelmäßigkeit sein. Entweder man ist jemand oder man sucht sich ein anderes Wirkungsfeld, das Zivilrecht zum Beispiel. Ich fürchte mich nicht davor, einen schwierigen Weg zu gehen. Im Übrigen habe ich das schon bewiesen, im Fall Tiberi. Ja, ich weiß, ich weiß. Das war mein erster Erfolg. Und heute hat man mir angeboten, diesen Ilari zu verteidigen, der seine Geliebte ermordet hat. Ja, ich habe davon gehört. Ob das aber das Richtige für Sie ist, weiß ich nicht. Heute spricht zwar alle Welt von Ilari, die Zeitung und das Radio. Aber ich habe den Eindruck, dass das nur ein Strohfeuer ist. Der Prozess wird sehr kurz und ganz unbedeutend sein. Damit können Sie keinen Ruhm erwerben. Roberto, in den Nachrichten sprechen Sie gerade über Ilari. ...seinem Ende entgegenzugehen schien und als abgeschlossen betrachtet werden konnte, wieder hochaktuell. Alles spricht gegen Mario Ilari. Und seine Flucht kann nur noch ein Beweis mehr zu seinem Ungunsten sein. Aber wie wird nun die Untersuchung verlaufen? Ilari geflohen? Dann verspricht der Fall ja noch interessant zu werden. Was meinen Sie? Jetzt dürfen Sie sich selbstverständlich den Fall Ilari nicht mehr entgehen lassen. Damit konnte man nicht rechnen. Der Prozess wird auch den erleben. Das glaube ich auch. Fangen Sie sofort an. Viel Erfolg. Danke. Auf Wiedersehen. Gina. Gina. Mario, sei still, die Polizei ist da. Ich weiß. Aber ich musste dich sehen. Wie konntest du nur weglaufen? Ich hatte einfach Angst. Ich bin unschuldig, Gina. Ich war es nicht. Das wollte ich dir nur sagen. Sie hören uns. Du musst ja weg. Wir treffen uns im Stadion. Geh jetzt. Gina. Bitte lass mich nicht allein. Alles in Ordnung? Zum Befehl, Herr Kommissar. Die Kommandowagen sind eingetroffen, es ist alles bereit. Danke. Wir bewachen die Straße, die an der Eisenbahn entlang führt. In der Gegend hält er sich bestimmt versteckt. Gut. Da werden wir ihn schon fangen. Jawohl, Herr Kommissar. Also los, passt gut auf, Jungs. Geht nach Hause, Jungs. Sonst pfeifen euch die Kugeln um die Ohren. Los, verschwindet. Macht, dass ihr reinkommt, aber schnell. Wie oft muss man euch das sagen? Kümmer du dich um die Gäste. Ich gehe mal zu Gina. Vielleicht kann man irgendetwas für sie tun. Musst du das gerade sein? Immer dasselbe. Gina, wo willst du hin? Mario, ich muss ihn retten, sonst bringen sie ihn um. Die bringen doch keinen. Nur macht dieser Unglücksmensch, der treibt dich noch in den Tod. Hör doch, Gina. Ich will ja sterben, ich will ja sterben. Gina. Lass mich doch zufrieden. Gina. Luisa, hilf du mir. Herr Rechtsanwalt, bitte, Sie müssen etwas für ihn tun. Seien Sie ganz ruhig. Ich werde tun, was ich kann. Hab nur Mut, der Rechtsanwalt wird dir helfen. Weißt du, wo Mario ist? Im Stadion, da sollte er auf mich warten. Wir müssen sofort hin. Sie soll lieber allein gehen. Wir kommen dann später dazu. Das ist besser. Er hat sich im Stadion versteckt. Sofort gehen. Zum Stadion! Mario! Mario! Gina, geh weg! Halt, stehen bleiben!
Mario, rühr dich nicht! Nicht rühren, Mario! Nicht weinen, Gina. Nimm dich zusammen. Komm, wir bringen dich nach Hause. Suchst du Gold? Diese verfluchten Straßenmusikanten. So, jetzt kannst du auch was tun. Komm. Zieh. Luisa! Dieses Mädel, wo hat sie denn ihre Schuhe? Wo sind die Schuhe? Wo hast du die wieder gelassen? Schuhchen sagt, wo seid ihr hin? Ihr steckt wohl in der Erde. Barfuß sollte ich dich laufen lassen. Nie kannst du Ordnung halten. Du darfst die Mama nicht ärgern. Sie muss doch heute nach Viterbo fahren zu Stefano. Fragst du die Mama, ob sie mich zu Stefano mitnimmt? Ich habe ihn schon so lange nicht mehr gesehen. Nein, das war zu teuer. So. Du brauchst jetzt schon eine halbe Fahrkarte. Luisa. Guten Tag. Tag. Ich habe was für dich. Ach, Signora, würden Sie auf meine Kleine heute wieder aufpassen? Ich fahre weg. Mariuccia, passt auf. Ach ja, komm, Lilielein. Hast du was erreicht? Ja, ich habe eine Sprecherlaubnis für dich. Oh, bist du zufrieden? Du warst schön dumm, dich mit diesen Anwälten einzulassen. Ein Püppchen. Die machen dich mit ihren Paragraphen nur noch unglücklicher. Erteilen wir Sprecherlaubnis. Kommst du mit? Ja. Morgen kannst du Mario besuchen. Du bist wohl neu hier, was? Ja, ich komme zum ersten Mal. Ist es dein Mann? Ja, es ist mein Mann. Guten Tag, ich danke Ihnen für die Sprecherlaubnis. Wäre es Ihnen möglich, noch etwas zu sagen? Selbstverständlich. Entschuldigen Sie bitte. Guten Tag, Herr Richter. Ist das ordentliche Verfahren für Ilari genehmigt? Mein lieber Rechtsanwalt, da ist nichts zu machen. Es war vorbedachter Mord. Und außerdem wollen Sie sich vor Augen halten, das Opfer war schwanger. Aber Ilari bestreitet seine Schuld. Der Fall ist wohl zu ernst für ein Schnellverfahren. Sie dürfen eins nicht vergessen, die Flucht, Rechtsanwalt. Seine Flucht ist ein ganz klarer Schuldbeweis. Dadurch hat er de jure den Mord eingestanden. Guten Tag. Guten Tag. Dir ist doch bekannt, dass du im Schnellverfahren abgeurteilt werden sollst. Hm? Was ist das? Das heißt, der Prozess findet in ein paar Tagen statt. Naja, das ist doch gut. Umso schneller komme ich hier raus. So wie die Dinge stehen, wirst du lebenslänglich Zuchthaus bekommen. Das bedeutet, du wirst bis zu deinem Tode hinter diesen Mauern bleiben müssen. Das bedeutet, du wirst Gina und die Kleine nie mehr sehen. Aber was soll ich denn machen? Nur Sie können mir helfen. Na also. Das klingt schon vernünftiger. Hör zu. Ich muss für dich auf alle Fälle mildernde Umstände erwirken. Mit anderen Worten, ich muss sagen, dass du zu einer Affekthandlung provoziert worden bist. Du bist doch einverstanden. Meinetwegen. Dazu ist es aber notwendig, dass du die Wahrheit sagst. Ein Geständnis ablegst. Was für ein Geständnis? Ich bin's doch nicht gewesen. Also so kommen wir nicht weiter. Du hast doch ausgesagt, du hättest Marcella monatelang nicht mehr gesehen. Nun wird aber gerade in dieser Zeit Marcella schwanger. Sie schreibt dir Briefe, in denen sie behauptet, dass das Kind von dir ist. Sie droht dir alles Mögliche an, wenn du nicht zu ihr zurückkehrst. Ist das wahr? Ja. Also rede. Hier ist keine Gina, die uns hören kann. Warst du in dieser Zeit doch bei Marcella? Nein. Ich hatte sie monatelang nicht gesehen. Aber am Abend der Tat hast du sie gesehen.
Ja. Weil ich ihr sagen wollte, dass sie nicht mehr mit mir rechnen kann. So, und das Kind ist von alleine gekommen? Das ist nicht von mir. Sie machte ja viele Bekanntschaften. Herr Anwalt, ich spreche die Wahrheit. Nach meiner Verabredung in Marcella war ich in Monteverde, bei Greta. Also du bleibst bei der Geschichte mit der mysteriösen Frau, von der du nur den Vornamen weißt. Greta. Ich muss von dir aber Angaben über deine Beziehung zu Marcella haben. War sie deine Geliebte? Ja oder nein? Ich weiß nicht. Je mehr ich sage, umso schlimmer wird's. Ich spreche nur in deinem Interesse. Im Strafverfahren ist es üblich, dass sich Angeklagte und Verteidiger über die im Prozess einzuhaltende Linie vorher einigen. Die Rechtsprechung basiert nur auf konkreten Beweisen. Und die Beweise sind gegen dich. Nach allem, was du schon ausgesagt hast, bleibt dir nichts anderes übrig, als ein Geständnis abzulegen. In diesem Falle könnte ich dann mildernde Umstände für dich erwirken und sie mit fortgesetzter Provokation begründen, die schließlich ein vorbedachtes Verbrechen zur Folge hatte. Entscheide dich. Ich verstehe gar nichts. Ich sage auch nichts. Keinem sage ich etwas. Keinem. Ich bin's nicht gewesen. Immer sind alle gegen mich. Gina. Guten Tag, Mario. Das darfst du nicht tun. Komm nicht mehr hierher. Du hast andere Menschen, die dich gern haben. Du hast Pietro, der will dich heiraten. Wie kannst du nur solchen Unsinn reden? Jetzt bringst du mir auch noch die Kleine zum Weinen. Sei brav, Nini, nicht weinen. Gib sie mir her. Na komm. Mario, willst du mich heiraten? Bist du nicht gescheit? Aber wieso denn? Wir kennen uns doch schon so lange. Worauf warten wir noch? Don Antonio wird uns trauen. Aber einen Mörder willst du heiraten? Weißt du denn nicht, was von mir gesagt wird? Aber du warst es doch nicht, Mario. Nein, Gina, ich war es wirklich nicht. Aber hier geht alles im Schnellverfahren. Mit mildernden Umständen, vorbedachter Handlung, Gerichtspraxis. Mario, was geht mich die Gerichtspraxis an? Ich will dich bloß heiraten. Gina. Liebe Gina. Mein Gott. Glaub mir, die Zeugen wissen gar nicht, was sie mir angetan haben. Alle waren gegen mich. Die Sprechzeit ist beendet. Los, komm. Ich gehe noch mal hin zu den Zeugen. Ich spreche mit ihnen. Gina. Wiedersehen, Mario. Auf Wiedersehen. Sei tapfer. Tag, Mädels. Tag, Luisa. Ich muss Sie sprechen. Bitte, Herr Rechtsanwalt. Wegen Mario? Ja. Ich habe noch nie einen so halsstarrigen Mandanten gehabt. Er hat eben Angst. Er ist ungebildet. Haben Sie mit ihm Geduld? Selbstverständlich. Ich gebe mir alle Mühe. Aber ich glaube, er verheimlicht mir etwas. Aber was denn? Er sagt mir zum Beispiel nicht die Wahrheit über die Beziehung, die er zu Marcella gehabt hat. Er hatte sie mehrere Monate nicht mehr gesehen, seitdem Gina die beiden mal zusammen überrascht hatte. Mario liebt Gina. Er machte Schluss mit Marcella. Sind Sie ganz sicher, dass es sich so verhält? Warum nicht? Ich glaube schon. Ich möchte mich doch lieber genauer erkundigen. Vielleicht kann ich irgendetwas in Erfahrung bringen. Könnten Sie mich begleiten? Ich weiß nicht. Ich müsste erst mal fragen. Als Anwalt sind mir private Nachforschungen verboten. Ich darf nicht mit den Zeugen sprechen. Aber Sie könnten das ohne weiteres tun. Mache ich. Das ist natürlich wichtig. Hier hat Marcella gewohnt. Sie hatte im Dachgeschoss eine kleine Kammer. Fragen Sie die Portierfrau, ob Ilari in letzter Zeit hier war. Als die Polizei sie fragte, konnte sie sich nicht erinnern. Naja, mit der Polizei wollen sie alle nichts zu tun haben. Aber zu mir hat sie Vertrauen. Ich habe ihr vor einiger Zeit die Papiere für ihren Sohn in Ordnung gebracht. Sie sind wohl der gute Engel hier in der Gegend.
bin ja die Einzige, die etwas studiert hat. Und immer wenn die Leute etwas brauchen, kommen sie zu mir. Warum haben Sie nicht weiter studiert? Wovon sollten wir nach Vaters Tod unseren Lebensunterhalt bestreiten? Haben Sie keinen Bruder? Ja, ich hatte einen. Gehen Sie, ich warte. Was hat sie gesagt? Sie schwört, dass Mario seit Monaten nicht hier war. Kommen Sie, wir fahren weiter. Guten Abend, Herr Rechtsanwalt. Gestatten Sie? Nein. Hey, hallo. Habt ihr nicht gehört, was ich sage? Hey, hol du mir mal den Schlüssel. Das ist ein Hier, nimm! Wie ist denn das passiert, Vater? Ich bin gerade ins Getriebe gekommen, ich hätte umkommen können. Oh. Siehst du, hättest du uns das lieber machen lassen? Oh, Carmela, hörst du mich? Weg. Was hast du mir angetan? Stirbst du, lässt mich allein mit diesen verdammten Bengeln. Der Alte braucht wieder Medizin. Na ja, hol ihn weg. Guten Abend, Bisdecker. Guten Abend. Wir zwei haben noch ein ernstes Wort miteinander zu reden. Du weißt, warum ich hier bin, nicht wahr? Ehrenwort, ich weiß es nicht. Ich weiß überhaupt nichts. Ach, sieh mal an, du weißt nichts. Nein, gar nichts. Und warum hast du dann erzählt, dass du Mario um 9 Uhr gesehen hast? Du hast so wieder Medizin holen müssen, was? Rede, du elender Kerl, du! Aber ich weiß nichts, Ehrenwort. Ich bin ein armer Familienvater. Tja, Familienvater, du wirst mir jetzt die Wahrheit sagen. Mario sagt, was du um 8 und nicht um 9 gesehen hast. Warte, still, ich spreche noch nicht auf! Wann hast du Mario gesehen, um 8 oder um 9? Ich möchte da nichts sagen. Ughetto weiß das alles. Er hat zur Polizei gesagt, er hat ihn um 9 gesehen. Was blieb mir da übrig? Ich habe 5 Kinder zu ernähren. Dann fragen wir Ughetto. Na schön, du kannst dich ja fragen. Um diese Zeit sitzt er immer im Wirtshaus. An mir soll sich liegen, ich will niemand schaden. Hör auf damit, komm. Hey, nun hör doch schon endlich, Ughetto. Was ist denn los, was wollt ihr von mir? Lass mich doch zufrieden. Nein, Gina will dich was fragen. So will sie. Na, bitte, dann frage. Hast du Mario damals nicht um 8 gesehen? Sag die Wahrheit. Nein, nicht 8, es war 9 Uhr. Habt ihr was dagegen? Na bitte, ich hab gar nichts damit zu tun. Also, was wollt ihr von mir? Sei ruhig, du Arsch! Na warte, wir werden schon mit dir fertig. Los, ruhig schon raus mit der Wahrheit. Oh, und? Du hast das bloß der Polizei gesagt, weil du die Lizenz als Obstverkäufer haben wolltest. Weißt du nicht, dass Mario lebenslänglich verurteilt wird, wenn alle Zeugen seinen Unsinn reden wie du? Nur weil sie Angst haben, es mit der Polizei zu verderben? Du, wir werden dich wegen falscher Zeugenaussage anzeigen. Man kann sich auch mal täuschen. Sowas kommt doch vor. So, lasst ihn in Ruhe. Jetzt hat er ja die Wahrheit gesagt. Mehr brauche ich nicht. Das genügt mir. Na, meinetwegen. Dann wollen wir uns bei einem Gläschen Wein wieder vertragen. Komm, Gina, hilf mir. Ich bin gespannt, was Baldi sagt. Er ist doch noch gar nicht hier. Wollen wir warten? Das ist nicht mehr nötig. Was wir eben hier gehört haben, eröffnet mir eine neue Möglichkeit. Wieso? Wenn der hier gelogen hat, warum sollten es andere Zeugen, die vielleicht wichtiger sind, nicht auch getan haben? Hier habe ich alle Zeugen aufgeführt. Berichten Sie mir laufend über sie. Kreta, glauben Sie das Märchen? Ja, warum denn nicht? Warten Sie nur. Eines Tages glauben Sie auch an Gretas Existenz. Und dann... Was dann? Ach, nichts. Ach, danke. Gina? Ist mein Junge. Ja. Sieh mal, der Anwalt. Ach. Haben Sie gehört, Herr Rechtsanwalt? Mario ist unschuldig, er hat die Wahrheit gesagt. Das wird sich erst zeigen, Signora. Diese Aussagen haben im Grunde genommen nur relatives Gewicht. Wenn man beweisen könnte, dass er kein Motiv zur Tat hatte, das wäre was anderes. Aber es gibt sogar schwerwiegende Gründe. Was für Gründe, Herr Anwalt? Keine Sorge, Signora, ich arbeite ja. Kommen Sie, Luisa, hier können wir nicht länger bleiben. Er tut, was er kann, Gina. Wiedersehen. Wiedersehen, Luisa. Setz dich hin. Zigarette? Na bitte, nimm schon. Danke. Du hast wohl irgendwelche persönlichen Feinde. Jetzt glauben Sie es also. Ja. Du hattest recht.
Nun musst du mir aber endlich die Wahrheit sagen. Über Marcella. Da ist nichts zu sagen. Nicht über Marcella. Über einen Kollegen von dir, einen gewissen Gino Amoruso. Als er vernommen wurde, hat er dem Richter gesagt, das Messer, mit dem Marcella ermordet wurde, sei deines. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Beruhige dich. Kannst du denn nicht einsehen, dass ich hier bin, um dir zu helfen? Da stellen Sie doch nicht solche Fragen. Na schön, die Sache mit dem Messer lassen wir vorläufig weg. Amoruso konnte es ja auch nicht mit Sicherheit behaupten, aber die Briefe. Was ist mit denen? Das war nicht mein Kind, ich habe es Ihnen ja gesagt. Meinetwegen. Dann stelle ich den Inhalt von Marcellas Briefen in Zweifel und begründe es mit der moralischen Unzuverlässigkeit der Toten. Kommen wir jetzt zur Zeit. Bistecca und Ughetto haben inzwischen zugeben müssen, dass sie dich um 8 und nicht um 9 Uhr zusammen mit Marcella gesehen haben. Über diesen Punkt besteht also kein Zweifel mehr. Damit ist aber nicht gesagt, dass du später nicht doch mal... Nein, ich habe sie nicht mehr gesehen. Später war ich bei Greta in Monteverde. Ah, Monteverde. Und was wolltest du da? Ich hatte sie am Tage vorher kennengelernt in der Bahn. Sie wollte mir Arbeit verschaffen. Aber es wurde nichts daraus. Du weißt weder Zunamen noch Adresse. Selbst die Polizei konnte sie nicht ausfindig machen. Aber sie existiert. Man muss eben weitersuchen. Hör zu. Mir ist es ganz gleichgültig, ob du Marcella umgebracht oder nicht umgebracht hast. Ich habe nur das Interesse, dich möglichst schnell aus dem Gefängnis herauszubringen und die gegen dich erhobenen Zeugenaussagen hinfällig zu machen. Ich will, dass sie dich mangels Beweise freisprechen. Na schön. Marcella ist an der Eisenbahnbrücke ermordet worden. Habt ihr euch da nicht immer getroffen, als sie noch deine Geliebte war? Willst du dich wieder in Schweigen hüllen? Antwort auf meine Frage. Was hat die Eisenbahnbrücke damit zu tun? Sie hat damit zu tun. Die Polizei hat festgestellt, dass sich Marcella freiwillig dorthin begeben hat. Die Brücke ist nicht weit entfernt von ihrem Haus. Und zwar ging sie mit ihrem Mörder dorthin, der in der Gegend gut Bescheid wusste. Marcella wurde beobachtet, als sie um 10.15 Uhr ihre Wohnung verließ und in Richtung der Eisenbahnbrücke ging. Wie zu einem Stelldichein. Das steht fest. Nach ungefähr 20 oder 30 Minuten wurde sie von dem Mann ermordet, mit dem sie sich getroffen hat. Nun, gerade um 10.15 Uhr hat man gesehen, wie du zu Marcellas Haus gegangen bist. Zu einem gewissen Kali. Das ist nicht wahr, ich schwöre es, Herr Anwalt. Wenn es uns gelingt, dieses Zeugnis zu entkräften, erreichen wir sicher Freispruch mangels Beweise. Herr Anwalt, ich habe geschworen. Und trotzdem glauben Sie mir nicht. Jetzt denke genau nach. Warst du mit Kali vielleicht aus irgendeinem Grund verfeindet? Nein, das kann man nicht sagen. Er wollte mal die Hälfte meines Ackers. Ist das wirklich dein Acker? Tja, vor mir hat er niemand gehört. Ah, Sie sind's, Pater. Ich wollte Sie nicht stören, Herr Rechtsanwalt. Ich komme nur wegen Hilaris Heirat. Sie stören nicht, ich bin fertig. Auf Wiedersehen. Mit Gott. Also, Mario, du willst Gina heiraten? Ja, Gina will es so. Mein lieber Sohn, musstest du erst wegen Mordes vor Gericht kommen, um deine Pflichten ihr gegenüber zu erkennen? Feines Leben, weißt du, Lato? Bist tagelang weg auf Brautschau und nur wenn du Hunger hast, kommst du und Kali teilt dir ein letztes Stück Brot mit dir. Aber diesmal gibt's nichts. Ja, sieh mich gar nicht so an. Kannst dir was pfeifen. Hey, was hast du denn da zu suchen? Das ist mein Acker. Der gehört gar keinem. Wer ihn sich nimmt, der hat ihn. Und ich hab ihn mir genommen, verstehst du? Wer arbeitet denn drauf? Du? Nein, aber ich. Also gehört mir der Acker. Basta. Da hast du's. Mir wollen sie alles nehmen. Ich frage mich immer wieder, wozu hat der Allmächtige die Weiber erschaffen? Tja. Hast du jetzt die Erlaubnis? Ach, das kann nur das Vikariat entscheiden. Wenn ich sie dort nicht kriege, dürfen wir nicht heiraten. Und wenn wir nicht heiraten, macht mir Mario irgendeinen Blödsinn. Dann wird er durchbrennen oder sich umbringen. Und wenn wir nun heiraten, sperrt man ihn lebenslänglich ein. Ein feines Leben. Sowas darfst du nicht sagen, Gina. Wirst sehen, du wirst heute noch Mario heiraten und er wird nicht verurteilt. Luisa, hör mal zu. Ich glaube, dass wir diesen Anwalt genommen haben, war eine Dummheit. Aber nein, der Anwalt ist schon richtig. Der versteht's einfach. Nur, bevor er sich für etwas einsetzt, muss er erst überzeugt sein. Vielleicht ist es so. Seine Art gefällt mir aber nicht. Ich verstehe ihn nicht und Mario auch nicht. Aber er wird sicher einen Freispruch erreichen. Lass nur, ich werde schon aufpassen. Vor allem suche ich jetzt erst diese Greta. Ja? Ich weiß nicht, was ich ohne dich getan hätte, Luisa. Du hast doch studiert. Ich habe keine Ahnung von all den Dingen. Oh, du verdammtes Vieh! Jetzt findest du noch aus! Nun hör dir das an. Lass ihn doch reden.
Ach komm, wir gehen, sonst versäumen wir den Autobus. Friss! Willst du fressen? Nein, nimm! Pass auf, ich fresse selbst! Na, was ist? Ach, du spielst nur die Gekränkten! Gut, aber alles für mich! Was guckst du so auf den Kohl? Der ist für meine Mutter, den bekommst du nicht! Du elende, trolllose Kreatur! Was wollen Sie? Verzeihen Sie bitte. Kennen Sie vielleicht eine Greta? Greta? Weshalb suchen Sie denn diese Greta? Ich habe ihr etwas zu sagen im Auftrage von Mario Ilari, der Marcella Pontieri ermordet haben soll. Was geht Greta dieser Ilari an? Ilari war in der fraglichen Zeit bei Greta. Hier gibt es keine Greta. Na, das macht nichts. Ich dachte, Sie wüssten etwas. Nein, da haben Sie sich geirrt. Dann entschuldigen Sie. Bitte. Ich habe ihr nichts gesagt. Oh! 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 Oh, verflixt, das hat gesessen. Halt die Klappe. Und das merkt ihr gefälligst. Wenn du Ilari rettest, sind wir erledigt. Die Polizei würde sich freuen, wenn sie uns die Sache mit Neapel nachweisen könnte. Mein Gott, die wird bestimmt nichts verraten. Die zittert ja vor Angst. Diese besonders ergreifende Einzelheit, die wir Ihnen heute im Rahmen der 10 Minuten der Menschlichkeit übertragen, ist gewiss dazu bestimmt, das erschütterndste Kapitel in dem Roman zu werden, der nunmehr bereits seit Wochen die Öffentlichkeit in Atem hält. Dem Roman von Mario Ilari und Gina Alfonsi. Schuldig oder unschuldig? Diese Frage bewegt heute jeden. Dominus vobiscum. Bevor das Gericht sein Urteil über ihn gefällt hat... Roberto, könntest du mir nicht die Langeweile ersparen und vor dem Essen eine kleine Spazierfahrt mit mir machen? Mit der er seit 3 Jahren... Elena, entschuldige, aber diese Sendung ist für mich nun mal von ungeheurer Wichtigkeit. ...um diese außergewöhnliche Eheschließung selbst vorzunehmen. Der Trauungszeremonie wohnen der Gefängnisdirektor, der Arzt und der Vertreter des Bewachungspersonals bei. Einige Häftlinge, die sich hinter den Gittern befinden, welche die Kapelle vom Gefängnisgang trennen, beobachten. Mario Ilari, willst du die hier anwesende Gina Alfonsi zur rechtmäßigen Ehefrau nehmen? Ja. Gina Alfonsi, willst du den hier anwesenden... Willst du den hier anwesenden Mario Ilari zum rechtmäßigen Ehemann nehmen? Ja. Reicht euch die rechte Hand. Ich erkläre euch feierlich für Mann und Frau. Wir übertrugen soeben die 10 Minuten der Menschlichkeit. Ach, endlich. Jetzt können wir wohl gehen, ja? Kommst du? Guten Tag. Ach, Sie sind's. Kommen Sie rein. Guten Tag, Luisa. Bitte verzeihen Sie, ich wusste nicht. Elena, das ist Luisa Forti, die Stenotypistin, weißt du? Ah, die Stenotypistin. Meine Verlobte. Guten Tag, freut mich. Also gehen wir jetzt. Einen Moment, entschuldige. Haben Sie Laris Hochzeit übertragen? Ja, die Sendung ist gerade zu Ende. Wie schade. Das hätte mich interessiert. Haben Sie was Neues erfahren? Ich war in Monteverde wegen Greta. Na und? Hatten Sie Erfolg? Ja, in einer Baracke habe ich eine blonde Frau gesprochen. Ich habe das Gefühl, die weiß etwas. Mhm. Aber als ein Mann dazu kam, war sie still. Der hat mich dann sehr unhöflich rausbefördert. Wie ein Kapitel aus einem schlechten Kriminalroman. Ich versuche, einen Unschuldigen zu retten. Ah, ich dachte schon, du seist der Anwalt. Wir müssen jetzt gehen. Sie müssen das begreifen, Luisa. Die Polizei hat das Gebiet schon gründlich durchgekämmt. Wenn Greta dabei nicht gefunden wurde, existiert sie eben nicht. Herr Rechtsanwalt. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass heute Kalia Vilaris Acker gearbeitet hat. Warum haben Sie mir das nicht gleich gesagt? Sie haben mir keine Zeit dazu gelassen. Ah, ich habe schon verstanden. Jetzt heißt es also wieder warten. Kali bemächtigt sich also des Ackers von Ilari, nachdem er gegen ihn ausgesagt hat. Möglicherweise hat er geschwindelt um ein Stückchen Land. Was sind das nur für Menschen, die in ihrer Gegend hausen? Hast du das noch nicht begriffen?
Wenn ich Kali beweisen könnte, dass er gelogen hat. Dass er also nur aus eigennützigen Motiven... Sag mal, willst du vielleicht noch selbst in diese Gegend fahren, um mit den Leuten zu sprechen? Es tut mir leid, Elena, aber ich muss es tun. In ein paar Tagen wird Kali als Zeuge aussagen. Und du weißt, welche Bedeutung das für Ilari haben kann. Ja, natürlich. Alles ist ungeheuer wichtig. Viel wichtiger, als ich es bin. Unsinn. Du weißt genau, dass das nicht stimmt. Na, wie du meinst. Dann bring mich schnell nach Hause und nimm einen Wagen für die Fahrt. Wenn dieser Prozess nur erst zu Ende wäre. Sie können ruhig mittanzen, wenn Sie wollen. Na, wie ist es, Luisa? Möchte schon, aber wir müssen ja leider gleich wieder gehen. Warum denn so eilig? Bleiben Sie doch noch. Was feiert ihr denn? Gar nichts. Wir kommen nur hin und wieder zum Tanzen zusammen. Nanu, was ist denn da los? Ach, Teresa und Luigi. Das habe ich ja schon lange kommen sehen. Warum bringt man sie denn hier rein? Weil sie jetzt verlobt sind. Wir trennen nämlich immer die Verlobten von denen, die es noch nicht sind. Deshalb habe ich euch ja auch hereingebracht. Giorgio, komm endlich. Wollen wir tanzen? Ja, gut. Sympathische Leute, nicht? Das finde ich auch. Man glaubt hier, dass wir verlobt sind. Haben Sie das gehört? Ja, ich habe es gehört. Ist es Ihnen peinlich? Wenn man uns eben als Verlobte ansieht, müssen wir so tun, als ob wir sind. Sie sehen übrigens reizend aus. Ist das Ihr Ernst? Außerdem müssen wir uns duzen. Ach, Verzeihung. Also nennen wir uns beim Vornamen. Ja, bitte. Roberto. Roberto. Entschuldigen Sie bitte. Ja, was ist denn? Sie... Nun sag schon, sonst kriegst du deine Ohrringe nicht wieder. Nur Mut. Ich kann nicht. Ach, die sind ja so frech. Ich komme nicht mehr hierher zum Tanzen. Was wollen sie denn von dir? Sag's doch ruhig. Man hat mir die Ohrringe als Pfand abgenommen. Und was weiter? Ich bekomme sie nur wieder, wenn ich zu ihnen gehe und ihnen sage... Und ihnen sage... Nein, nein, sowas kann ich nicht sagen. Wieso denn? Wir fressen dich doch nicht. Na, was ist es? Sie beide sollen sich vor uns allen küssen. Und was sagst du dazu, Luisa? Was? Also machen wir ihnen das Vergnügen. Dann helfen wir der Kleinen. Hallo, Kali ist fortgegangen. Und wohin? Richtung Fluss. Vielen Dank, Signorina. Du brauchst nicht zu danken. Wiedersehen. Luisa. Ich komme. Aufzuspielen. Ich spiele überhaupt nicht mehr. Warum denn? Du spielst doch so schön. Aber der will nun mal nichts davon wissen. Ach, spiel doch noch ein Stück. Nein, ich will nicht. Schluss. Schluss. Kommt, wir wollen abrechnen. Also, hier. Tja, das ist ein Problem. Na bitte, das geht doch. In Ordnung. Gut. Also, dies hier ist fast fertig. Das und das. Aber hier fehlt's noch. Sag mal, wie viel Ziegelsteine hast du mir heute gebracht? Zwei habe ich dir gebracht. Zwei nur? Und du? Fünf. Fünf. Aber wir brauchen hier noch mindestens 500. Aber ich bringe doch jeden Tag Steine. Du bringst zu wenig. Das Haus soll Weihnachten fertig sein. Wir werden die Steine von deinem Acker aufsammeln. Nein, erst das Haus, dann mein Acker. Wenn das Haus fertig ist, dann kommt mein Acker dran. Aber wenn ihr nicht wollt, dann trennen wir uns eben. Na, was ist? Wir machen hier alles, was du willst. Reg dich doch nicht auf. So geht's nicht weiter. Ab morgen 30 Steine. Basta. 30.
Das Haus muss in 4 Wochen fertig sein, sonst trocknet es bis zum Winter nicht aus. Ich sag's euch in eurem eigenen Interesse. Ja, das stimmt schon. Natürlich. Plato, komm, steh auf. Wir müssen gehen. Los, hier lang. Ah, Kali ist ein großer Mann. Hey, schnell, gib mir mal die Eisenstange. Wer seid ihr? Das ist unser Haus. Was wollt ihr? Bei uns ist nichts zu holen. Habt keine Angst, wir tun euch nichts. Wir wollen nur eine Auskunft über euren Freund Kali. Aber wenn ihr mich belügt, dann lasse ich euch einsperren. Ihr seid wohl von der Polizei? Nein. Na, dann hole einen Stuhl, soll er sich setzen. So, bitte. Nein, danke. Na schön. Sag mal, seit wann kommt Kali abends hierher? Schon lange. Seit einem Jahr, seit wir eine Gesellschaft gegründet haben. Und seitdem war er jeden Abend hier? Jawohl, jeden Abend. Bis am Ostern. Ausgerechnet Ostern. Da ist er nämlich krank gewesen. Und wir beide waren ganz alleine hier. Und haben nachts nicht schlafen können. Oh, so viel. Nehmt nur, nehmt. Gib schon her. Wenn ihr übermorgen zum Gericht kommt, gebe ich euch noch mehr Geld. Ja, gut. Gebt diesen Zettel dem Pförtner. Der führt euch dann zu mir in den großen Saal. Verhaltet euch ruhig, bis ich euch rufen lasse. Einverstanden. Ja, gut. Also, Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Aber dem Kali sagen wir nichts, denn sonst, wenn das weiß... Aber ich bin doch nicht dumm. Wir werden das Geld verstecken. Komm, gib mir mal die Schaufel. Ich vergrabe es hier. Jetzt habe ich endlich einen anständigen Trumpf in der Hand. Ich lasse Kali wegen falscher Zeugenaussage verhaften. Muss er gleich verhaftet werden? Das wird sich nicht verhindern lassen. Er ist übrigens ein elender Bursche. Hör mal, Roberto. Ich habe dir etwas verschwiegen. Ich habe noch einen Bruder. In Viterbo. Aber er ist im Gefängnis. Bei uns wohnten mal Evakuierte. Wir waren 9 Menschen in der kleinen Wohnung. Es waren den beiden Räumen nicht auszuhalten. Und Mama war krank. Stefano hat sie loswerden wollen. Und da sind sie aneinander geraten. Ja, es war falsch, natürlich. Aber dahin kommt man, wenn man in solchen Verhältnissen leben muss. Kali hat eine Mutter, die ihn braucht. Sie ist im Altersheim. Ich verstehe schon. Aber entweder kommt Kali ins Gefängnis oder Mario bleibt drin. Und wenn Kali seine Aussage zurücknimmt? Nein. Bei einem Kerl wie Kali nutzen keine halben Maßnahmen. Ich hoffe, du bist dir dessen bewusst, was du tust. Steig ein, ich bring dich nach Hause. Nein, danke. Ich möchte lieber laufen. Wir werden heute viele sein, die etwas Schlechtes über dich sagen. Das solltest du nicht tragisch nehmen. Du wirst schon sehen, wie schwer wir unseren Gegnern zusetzen werden. Der Anwalt Marini wird sich wundern. Ich weiß, dass er private Nachforschungen angestellt hat. Wird ihm schlecht bekommen. Wissen Sie genau, dass es so ist? Ja, Herr Anwalt, ich weiß es ganz genau. Ich habe ihn doch persönlich beobachtet und auch ein paar Mal versucht, ihn zu fotografieren. Sehen Sie sich das Album mal an. Ja, sehr gern. Wundervolle Aufnahmen sind das von der Siedlung. Ja, das hat mich auch viel Arbeit gekostet. Herr Rechtsanwalt, wenn Sie mir vielleicht zur Veröffentlichung verhelfen könnten. Hören Sie, ich könnte Sie einem Journalisten vorstellen. Ja. Aber ich verlange von Ihnen, dass Sie mir Aufnahmen aus dieser Gegend mit dem Rechtsanwalt bringen. Herr Anwalt, das besorge ich schon. Sie hören von mir. Vielen Dank. Die Sitzung ist eröffnet. Wir fahren fort mit der Vernehmung der Belastungszeugen. Schwören Sie, die Wahrheit zu sagen. Die volle Wahrheit und nichts anderes als die Wahrheit. Sprechen Sie mir nach, ich schwöre es. Ich schwöre es. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt.
Also erklären Sie dem Gericht nochmal, wann und wo Sie an dem bewussten Abend den Angeklagten gesehen haben. Wollen Sie nicht antworten? Doch. Wie spät war es, als Sie ihn sahen? Ungefähr 11. Sie haben aber 10.15 Uhr zu Protokoll gegeben. Ja, richtig, 10.15 Uhr. Und wo? Nicht weit entfernt von Marcellas Wohnung. Ich bitte das Hohe Gericht, die Wichtigkeit dieser Aussage zur Kenntnis zu nehmen. Der Angeklagte befand sich zur Zeit des Mordes in der Nähe von Marcellas Haus. Danke, ich bin fertig. Rechtsanwalt Marini, haben Sie noch Fragen an den Zeugen zu stellen? Herr Vorsitzender, der Zeuge Kali behauptet, er hat Mario Ilari um 10.15 Uhr gesehen. Und zwar in der Nähe von Marcellas Haus. Weiß der Zeuge mit Sicherheit, dass es 10.15 Uhr war? Und weiß er auch, dass er mit seiner Aussage einen Menschen lebenslänglich ins Zuchthaus bringen kann? Ja, ich protestiere! Protestiere! Protest angenommen. Herr Vorsitzender, dieser Mensch scheute sich nicht, Ilari gleich nach der Verhaftung sein Stückchen Land zu nehmen. Damit scheint mir erwiesen, dass der Zeuge an Ilaris Verhaftung interessiert war. Protestiere! Der Boden gehörte gar nicht Ilari. Der Boden gehört niemand. Er ist unrechtmäßig bebaut worden. Ich habe den Eindruck, dass der Herr Anwalt einen ehrenwerten Bürger in niedrigster Weise verdächtigen will. Gut, meine Herren, ich berichtige. Der Boden gehörte nicht Ilari, er gehörte niemand und der Zeuge ist ein durchaus ehrenwerter Mann. Und nun werde ich Ihnen schildern, was dieser Mann für ein Leben führt. Er wohnt in einer Art Hundehütte, hat niemals eine feste Arbeit gehabt und lebt von den eigenartigsten Machenschaften. Bitte hört Sie. Er gründete so eine Art von Gesellschaft. Mit zwei alten Leuten, zwei Vagabunden, die wie er am Flussufer hausen. Sie bauen sich gemeinsam, tja, so etwas Ähnliches wie ein Haus auf einem alten Zirkuswagen. Und wissen Sie, wer sich das ausgedacht hat? Kali. Und wissen Sie auch, wie das Ding gebaut wird? So, von seitwärts. Und ich glaube, ein Teil des Daches wird gehalten von einer Leiter oder so etwas Ähnlichem. Auf diese Weise bildete sich dieser sonderbare Mann, der sich bei kultivierten Menschen nie Achtung zu verschaffen wusste. Der keinen fand, der ihn nur im geringsten verstanden hätte. So etwas wie einen eigenen Hofstaat. Und um nun vor diesen, das heißt den beiden Alten, in der Achtung zu steigen, gab er Abend für die Auserwählten große Konzerte. Unter freiem Himmel, am Flussufer. Er intonierte die hinreißendsten Melodien aus unseren Opern. Und wissen Sie worauf? Hier, auf diesem Schreinerwerkzeug. Nein, nein, so spielt man das nicht. Ich weiß schon. Du kannst das viel besser als ich. Ich beantrage den Zeugen zum Lokaltermin zu laden, damit er uns genau zeigen kann, wo er Ilari gesehen haben will. Antrag angenommen. Die Sitzung ist für 10 Minuten unterbrochen. Dann kommst du also morgen früh um 10 Uhr nach Ripavecchia. Genau an die Stelle, an die Ilari damals war. Luisa, hast du ihn beobachtet? Jetzt ist er soweit. Jetzt kannst du versuchen, ihn zu überreden, sonst müsste ich ihn verhaften lassen. Ich weiß nicht, ob es mir gelingen wird, das zu erreichen, was du willst. Versuchen kann ich es ja. Ich gratuliere, du bist tüchtig gewesen. Ja, wirklich, es war ein Vergnügen, dich zu hören. Da kommt er ja. Sag ihm doch deine Meinung. Sag du es ihm doch, wenn du kannst. Warum ich? Du kannst es genauso. Vielleicht Wärme. Euch ist doch hier am Flussufer immer so kalt. Du auch nichts mehr mit mir zu tun haben.
sagt dem Rechtsanwalt, er hat recht. Ich bin ein elender Kerl. Also hier ist die Leiche gefunden worden. Und du musst aus dieser Richtung kommen, wenn der Vorsitzende dich ruft. Geh jetzt. Na geh. Neben der Leiche bleibst du dann stehen. Sobald wir dir das Kommando geben, läufst du weiter in der Richtung und bleibst da stehen. Na? Alle stehen bleiben! Als Kali Ilari bemerkte, stand er dort. Ich bin von dieser ganzen Geschichte noch nicht überzeugt. Zweifelst du noch immer an Ilaris Schuld? Dann bist du wohl der wahren Mörder auf der Spur. Nein, leider noch nicht. Aber er ist da. Pass auf, er kommt hin zum Gericht. Und dann genügt mir die geringste Reaktion, um ihn zu entlarven. Ich wünsche dir Erfolg. Da ist das Gericht. Guten Morgen. Guten Morgen. Herr Vorsitzender, dort lag die Leiche. Der Angeklagte steht da durch. Danke. Also fangen wir an. Herr Vorsitzender, ich stelle den Antrag, den Zeugen Kali zu rufen. Genehmigt. Gerichtsdiener, rufen Sie den Zeugen Kali. Kali Antonio! Kali Antonio! Kali Antonio! Kali Antonio! Kali Antonio! Roberto, wir haben ihn nirgends finden können. Natürlich ist er nirgends zu finden, weil er mir durchgebrannt ist. Hätte ich ihn bloß verhaften lassen. Jetzt habe ich als Zeugen nur noch die beiden alten Männer. Der Bursche bringt mich um die schönste Sensation meiner Karriere. Carabiniere. Also, meine Herren, brechen wir den Lokaltermin ab. Der Prozess geht morgen weiter. Protokollführer, nehmen Sie die Ermittlungen der Polizei in die Prozessakte auf. Warum hat er das getan? Er war verrückt. Er war nicht verrückt. Er war nur ein armer Mensch, den konntet ihr nicht begreifen. Ihr habt ihm alles zerstört. Herr Rechtsanwalt, hier sind Kalis Sachen. Mit unserer Gesellschaft ist es jetzt aus. Gestern Abend war er noch mal bei uns und hat gesagt, bestellt dem Rechtsanwalt, dass ich ein elender Kerl bin. Herr Rechtsanwalt, dürfen wir den Hund behalten? Ja, natürlich. Danke sehr. Bitte verzeihen Sie, Signora. Ich möchte gerne zu Ihrer Tochter Luisa. Jetzt um diese Zeit? Ich brauche ein paar sehr wichtige Auskünfte von ihr. Ich bin Rechtsanwalt Marini. Ach, Sie sind der Anwalt. Ja, aber ich weiß nicht. Ich komme schon, Mutter. Lass ihn rein. Danke. Guten Abend. Guten Abend. Bitte setz dich. Nein, danke. Ich will gleich wieder gehen. Ich muss dich nur etwas Wichtiges fragen. Psst, sprich leise. Die Kleine schläft. Nach allem, was heute früh vorgefallen ist, wirst du wohl denken, dass ich gefühllos bin. Ich habe nichts dergleichen gedacht. Du musst mich anhören. Ich versuche herauszufinden, was es war, das schließlich den Tod von Kali herbeigeführt hat.
Vielleicht gelingt es mir, das jetzt zu erkennen. Ich möchte nicht den gleichen Fehler bei Ilari machen. Also glaubst du ihm jetzt? Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll, aber ich will nicht noch weitere Fehler begehen. Ich muss Greta finden. Roberto, du darfst doch keine Nachforschungen anstellen. Ich tue es für dich. Nein, das Risiko muss ich allein tragen. Das Milieu, in das du dich begeben müsstest, ist doch nichts für dich. Sag mal, wo hast du die blonde Frau gesehen, von der du den Eindruck hattest, sie wüsste etwas? Kurz vor Monteverde. In einer einzeln stehenden Baracke. In der Nähe ist eine Kaffeebar. Vielleicht erfährst du dort etwas. Gut, ich gehe gleich hin. Roberto? Ja, bitte. Ich wollte nur sagen, Mutter hat es vorhin nicht böse gemeint. Weißt du, sie denkt, die Rechtsanwälte hätten Stefano ins Gefängnis gebracht. Mach dir darüber keine Gedanken, ich verstehe das schon. Das ist nett von dir. Auf Wiedersehen. Wiedersehen. Kaffee? Kaffee. Kennen Sie zufällig eine gewisse Greta? Greta? Nein, nie gehört. Sind Sie ein Verwandter von ihr? Nein, nein. Tut mir leid, ich kenne sie nicht. Schon gut, danke. Verzeihung, habe ich Sie getreten? Natürlich, pass doch auf. Er sucht Greta, ist wohl einer von der Polizei. Ach, Polizei, das ist der Anwalt von Ilari. Soll ich die anderen warnen? Nein, erst will ich mich allein mit ihm amüsieren. Suchtest du jemanden? Vielleicht. Du bist wohl vom Film? Natürlich. Mhm. Aber du wahrscheinlich auch. Ja, hast du aber schnell erraten. Ja, das sieht man doch. In welchem Film spielst du mit? Ich bin nur Komparse. Was ist denn, Herr? Ach, nichts. Du spielst aber gut. Warum auch nicht? Na los, mach schon die Tür zu. Kannst du nicht mal vergessen, dass du ein feiner Herr bist? Hm? Wolltest du mir nicht etwas sagen? Später. Das hast du wohl mit ihm verabredet. Wer war das? Ach, dummes Zeug, du bist so verrückt. Was weißt du von Greta? Antworte. Gar nichts weiß ich. Lass los, du tust mir weh. Du blöder Kerl, du. Sprechen. Setz dich bitte. Cognac. Danke. Ich bewundere die Art und Weise, wie du die Verteidigung Ilaris aufgebaut hast.
Vielen Dank. Ihre Anerkennung freut mich. Seine Heirat war ein geschickter Schachzug von dir. Sie lässt ihn in einem anderen Licht erscheinen. Du hast die gegnerischen Zeugenaussagen entkräftet. Jetzt könntest du für deinen Mandanten Freispruch mangels Beweise erreichen. Aber übertreibe deinen Verteidigungseifer nicht. Darf ich fragen, wie Sie das meinen? Jawohl, so. Wer könnte daran interessiert sein? Selbstverständlich dein Gegner. So ein gemeiner Kerl. Wieso gemein? Schlau. Ich habe eine Spur verfolgt, um den wichtigsten Zeugen ausfindig zu machen. Hätte ich Erfolg gehabt, wäre ich mit einem Schlag ein berühmter Mann gewesen und der Gegner hätte mich respektiert. Hör mal zu, Roberto, ich will doch nur dein Bestes. Lohnt sich das alles für einen solchen Menschen, der in einem so ungesunden Milieu lebt, das ihn gegen jede Wahrscheinlichkeit zum Lügen zwingt? Ich bin nicht sicher, ob er nicht doch die Wahrheit gesagt hat. Das wäre ja etwas ganz Neues. Hilari sagt die Wahrheit. Als erfahrener Anwalt sage ich dir, man darf seinem Mandanten nie glauben. Das ist die beste Methode, um ihn wirksam zu verteidigen. Über meine Prozessführung schulde ich niemandem Rechenschaft. Na schön, aber dass du ruiniert gewesen wärst, wenn das die Zeitung gedruckt hätten, wirst du wohl einsehen. Es ist doch klar, dass der Nebenkläger dir beweisen möchte, dass du während des Prozesses private Ermittlungen angestellt hast. Wenn ihm das gelingt, wirst du wohl oder übel die Verteidigung niederlegen müssen. Die Fotografie hat mich viel Geld gekostet. Sehr viel sogar. Das habe ich für meine Tochter getan. Herr Vorsitzender, darf ich fragen, ob der Angeklagte dieses Messer kennt? Der Angeklagte soll antworten. Ich sehe es zum ersten Mal. Ich bewundere die Ausdauer des Angeklagten. Er bleibt dabei, dass ihm das Messer nicht gehört. Denn mit diesem Messer ist Marcella Monteri ermordet worden. Wenn er zugäbe, dass es ein Messer ist, stünde auch fest, dass er sie ermordet hat. Die Messer, die dort liegen, haben wir aus der Wohnung des Angeklagten mitgebracht. Dass diese sein Eigentum sind, kann er ja zugeben, ohne sich zu gefährden. Ist das dein Messer? Ja, das ist meins. Damit ist erwiesen, dass er der Mörder Marcellas ist, denn es ist dasselbe Messer wie vorhin. Ich protestiere. Mein Mandant ist bewusst getäuscht worden. Nein, ich protestiere. Weil sich der Angeklagte hinter Lügen verschanzt und sein Anwalt unterstützt ihn, dass seine grobe Beleidigung des Rechts... Aber das sind doch willkürliche Schlussfolgerungen des Herrn Nebenklägers. Ich ersuche den Herrn Nebenkläger, sich zu mäßigen und künftig verfahrensgemäßere Methoden anzuwenden, um die Wahrheit herauszufinden. Und was Sie betrifft, Anwalt Marini, so ist nicht Ihr Mandant getäuscht worden, sondern Ihr Mandant hat das Gericht getäuscht. Was kommt davon? Er wollte ja nicht auf mich hören. Hoffentlich versteht er das auch. Herr Vorsitzender, darf ich den Angeklagten etwas fragen? Woher kommt es wohl, dass gerade dein Messer am Tatort war? Das habe ich ihr früher mal gegeben. Dann hast du es ja also doch zweimal gesehen. Zweimal, ja. Und da behauptest du monatelang, es war nur einmal? Der Angeklagte hat nie mehr gelogen. Ich protestiere! Ich bitte, das zu notieren. Also weiter. Wann ist das gewesen? Sag uns genau, wann du ihr das Messer gegeben hast. Marcella erwartete doch ein Kind. Sie schrieb mir Briefe und behauptete, das Kind wäre von mir. Sie wollte mich treffen. Ich lehnte das ab. Ich wusste, dass sie mich belog. Ich schwöre, das Kind war nicht von mir. Damals arbeitete ich in Monteverde. Es war eine vorübergehende Arbeit von 2 Tagen. Dort sah ich sie plötzlich stehen. Ich verstand nicht, warum sie so hartnäckig war. Wenn ich sie doch nie kennengelernt hätte. Warum muss ich das jetzt so teuer bezahlen? Nur weil ich sie zufällig getroffen habe. Die Mittagspause hatte gerade begonnen. Ich nahm das Messer, um mein Brot durchzuschneiden. Sie nahm es mir aus der Hand, prüfte die Schneide mit dem Daumen und sagte, das Messer behalte ich, damit ihr nicht etwa einfällt, mich umzubringen. Ich habe geantwortet, du willst wohl unbedingt eine Tragödie daraus machen. Darauf lachte sie. Ich stand auf und ging weg. Weil ich wütend war. Aber in der folgenden Woche ging ich trotzdem wieder zu ihr. Sie hatte mir Arbeit versprochen. Ich war der Verzweiflung nahe, denn ich war seit Monaten ohne Beschäftigung, wie schon so oft. Jeden Morgen ging ich zu den Magazinen, um zu sehen, ob ich vielleicht Arbeit als Träger finden könnte. Ich wollte den Mut nicht verlieren. Ich war zu jeder Arbeit bereit. Um nur endlich wieder ein paar Pfennige nach Hause zu bringen. Aber wir waren so viele Arbeitslose und es wurden immer nur wenige Leute gebraucht. Ich hatte nie Glück.
Als ich Marcella sah, sagte sie mir, um welche Arbeit es sich handelte. Eine Arbeit im Ausland. Ich sollte heimlich über die Grenze gebracht werden. Sie konnte mir dabei behilflich sein, aber dafür hätte ich sie dann mitnehmen müssen. Ich kaufte ihr ein paar geröstete Kastanien. Da müssen mich Huguette und Bisteca gesehen haben, als sie um 8 Uhr ihre Wagen nach Hause brachten. Langsam begann ich zu begreifen, mit welchen Leuten sich Marcella abgab und warum sie sich wie ein Blutegel an die Männer anklammerte. Ich verstand, was ich zu erwarten hatte, wenn ich ihre Dienste in Anspruch nahm. Aber für mich gab es keinen anderen Ausweg. Ich nahm den Vorschlag an. Marcella hatte für mich eine Zusammenkunft mit Greta vereinbart. Wegen der Papiere. Aber Greta sagte mir, dass es nicht so schnell gehen würde. Ich müsste noch etwas warten. Ich dachte mir, wenn ich erst einmal weiß, wie man über die Grenze kommt, dann gehe ich mit Gina und nicht mit Marcella. Ich wollte mit dir fort, Gina. Glaub mir, nicht mit ihr. Schlecht. Beinahe wie in einem Roman. Aber dass man sowas glaubt, wirst du dir wohl nicht einbilden. Du gibst also selbst zu, dass Marcella Angst hatte, von dir ermordet zu werden. Die Absicht, sie zu ermorden, hattest du also, nicht wahr? Nicht antworten, Hilary, nicht antworten! Du gibst zu, in der bewussten Nacht gerade an der Mordstelle Marcella getroffen zu haben. Ihr hattet Streit, du nahmst das Messer und schlagst zu, einmal und nochmal. Oder ist sie dann auf dich gefallen? Dich erfasst deinen Grauen. Du wichst zurück und da sahst du sie liegen in ihrem Blut, dein Opfer. Ja, ich habe sie als Leiche gesehen. Ach, du hast sie als Leiche gesehen. In der Nacht, als der Mord geschah, war ich um 11 Uhr mit Marcella verabredet. An der Brücke. Ich ging hin, um ihr die Antwort von Greta zu sagen. Ich fragte mich, warum will ich Marcella umsonst ins Ausland bringen, statt Geld zu nehmen wie andere Leute? Warum will sie auch fort, und zwar mit deiner Hilfe? Die Antwort konnte mir Marcella nicht mehr geben. Ich hörte einen Schrei und sah zwei Schatten, die davonliefen. Da bekam ich Angst. Ich begann zu laufen. Ich war ganz durcheinander. Ich wollte weg von hier, irgendwohin. Da sah ich Marcella liegen. Tot. Ich hatte kaum den Mut, sie anzufassen. Ich war zu keinem klaren Gedanken fähig und rannte in meine Wohnung. Gina hatte gerade der Kleinen die Milch gegeben und wollte sie schlafen legen. Als sie mich sah, machte sie mir ein Zeichen, näher zu kommen. Ganz glücklich zeigte sie mir das erste Zähnchen unseres Kindes. Da fühlte ich mich gleich wohler. Es war wie ein Trost. Und ich sagte ihr nichts von dem, was ich gesehen hatte. Ich konnte einfach nicht. Du hast also Marcella als Leiche gesehen. Und zwar um 11 Uhr. Ja. Natürlich. Du gingst zurück, um dein Messer zu suchen. Nein. Ich bin fertig, Herr Vorsitzender. Ich bitte das Publikum, sich ruhig zu verhalten. Du, ich bring dich um, wenn du was sagst. Komm raus. Herr Staatsanwalt, haben Sie an den Angeklagten noch weitere Fragen zu stellen? Gina, ich warte draußen. Nein, danke. Die Verhandlung wird auf morgen vertagt. Jetzt siehst du wohl ein, dass ich recht hatte. Kommst du mit zu uns? Ja, einverstanden. Das ist gar kein schlechter Vorschlag. Ich möchte heute gerne etwas trinken. Aber es darf nicht zu spät werden. Nein? Ah, du bist es. Guten Abend, Roberto. Ich muss dich unbedingt sprechen. Heute ist die blonde Frau, von der ich dir erzählt habe, im Gerichtssaal gewesen. Das ist Greta. Das muss sie sein. Greta? Schon wieder diese Greta. Ich hab satt, diesen Namen zu hören. Aber was hast du denn? Das fragst du auch noch? Hast du nicht gehört, was sich heute auf dem Gericht abgespielt hat? Hilary lügt ganz unverschämt, hat immer gelogen. Und ich bin so verrückt gewesen, ihm zu trauen. Und alles zu glauben, was du mir erzählt hast. Ich war dumm genug, mich für seine Unschuld einzusetzen. Hier, sieh dir das an. Jetzt bin ich genauso weit wie am Anfang. Ich werde das Gericht in der morgigen Verhandlung um mildernde Umstände für den Angeklagten bitten. Das sind meine Schlussfolgerungen. Und selbst das kostet mich Überwindung, denn ich sage dir, Hilary ist ein Mörder. Roberto, glaubst du mir auch nicht mehr?
Und das hätte ich nie machen sollen. Wer bist du denn? Eine kleine Stenotypistin? Ich bin eine Stenotypistin, ja. Ich trage nicht so feine Kleider wie Elena, aber ich bin wenigstens ehrlich. Ich will dir mal etwas sagen. Es handelt sich hier nicht um mich, es handelt sich um Ilari. Der Mann ist in deiner Hand, ebenso Gina und das Kind. Du könntest sie retten, wenn du willst. Aber du verstehst das natürlich nicht, du verstehst uns alle nicht. Du hast nicht mal verstanden, dass ich dich liebe. Dass ich dich immer geliebt habe. Das Hohe Gericht. Das Wort hat der Herr Staatsanwalt. Herr Vorsitzender, meine Herren Geschworenen, vor Ihnen steht ein Verbrecher von größter Grausamkeit. Ein erschütterndes Beispiel für die Verkommenheit in den Baracken am Rande unserer Stadt. Und die anderen? Die habe ich auf die andere Seite der Bahn geschickt. Die passen drüben auf. Da sind sie ja. Jetzt können sie uns nicht mehr entwischen. Was hast du vor? Bei denen muss man auf alles gefasst sein. Heute Abend, wenn es dunkel ist, werden wir mal da runtergehen und nachsehen, was mit dieser Greta passiert ist. Los, kommt mit. Bist du nicht bei Trost? Warum bringst du die Kinder hierher? Na nun, was wollt ihr denn hier? Geht sofort nach Hause. Du brauchst uns doch. Du wirst ja allein nicht fertig. Ja, ihr bleibt hier oben stehen. Luisa und ich sind unten. Aber wir warten, bis es dunkel ist. Gut, in Ordnung. Nimm die Pistole. Du, pass auf, die haut ab! Nein! Worauf wartest du denn? Leg sie doch um, wie Marcella! Also, ihr seid es gewesen. Dann hatte Ilari recht. Die zwei, die weggelaufen sind, wart ihr. Da hast du es. Wenn du es Maul aufmachst, stellst du immer was an. Was hat euch denn Marcella getan? Habt ihr nicht genug an ihr verdient? Meinst du, ich lasse mich von ihr zum Narren halten? Mit dem Hungerleider wollte sie ins Ausland abhauen. Noch dazu mit meinem Geld. Ich beantrage also, wegen vorsätzlichen Mordes an Marcella Punteri, für den Angeklagten die Höchststrafe. Lebenslänglich Zuchthaus. Ich bin unschuldig. Mario, lass sie doch sagen, was sie wollen. Ich glaube dir. Ich weiß, dass du unschuldig bist, Mario. Gina! Ich glaube, Gina! Nimm dich jetzt zusammen. Warum glaubt man mir nicht? Keiner glaubt mir. Warum hast du mir das mit der Auswanderung nicht erzählt, Hilary? Ich habe nichts erzählt und sie sagten, du warst es. Und was wäre, wenn ich was erzählt hätte? Seien Sie doch nicht so herzlos. Bitte lassen Sie mich zu ihm gehen. Ich muss ihm Mut zusprechen. Oh, versetzen Sie sich doch in meine Lage. Herr Vorsitzender, Hohes Gericht. Die Beweise gegen Mario Ilari sind so erdrückend, dass ich... Ist er verrückt? Was soll das? Ich muss Sie um Verzeihung bitten. Ich hatte zur Verteidigung meines Mandanten ein Plädoyer verfasst, in dem ich darum bat, auf mildernde Umstände zu erkennen und schon mit dieser Tatsache allein seine Schuld eingestand. Ich habe heute aber eingesehen, dass es ein Irrtum war. Denn er ist unschuldig. Ich habe keine Beweise dafür. Aber nach allem, was wir jetzt gehört haben, steht für mich fest, dass Mario Ilari kein Mörder ist. Wenn Sie mir sagen, beweisen Sie es, dann müsste ich Ihnen sagen, beweisen Sie mir erst, dass Ilari gelogen hat. Wissen Sie wirklich ganz genau und vor allem könnten Sie es beweisen.
dass sein Messer nicht auf die von ihm geschilderte Art und Weise in die Hände Marcellas gelangt ist? Wissen Sie genau, dass Marcella nicht aus eigennützigen Gründen gelogen hat, als sie behauptete, Ilari sei der Vater ihres Kindes? Sind Sie denn so sicher, dass Ilari in der Mordnacht nicht wieder wegen der Auswanderung bei Marcella war und später wegen der notwendigen Papiere zu einer gewissen Greta ging nach Monteverde? Auf diese Fragen, hohes Gericht, von dessen Entscheidung ja das Schicksal dieses Menschen dort abhängt, haben die Anklagevertreter geantwortet? Jawohl. Die Beweise sind da. Aber was für Beweise? Das sind doch nur Indizien, meine Herren, lediglich Indizien. Es gibt nämlich nur zwei absolute Beweise. Das Geständnis oder die Überraschung auf frischer Tat. In diesem Falle liegt aber weder das eine noch das andere vor. Und aus diesem Grunde müssen wir die Schuld dieses Menschen bezweifeln. Meine Herren, ich weiß nicht, ob Sie sich mal die Frage gestellt haben, woran es liegt, dass wir diesem Menschen weniger Glauben schenken, als den Indizien, die ohne Zweifel gegen ihn sind. Ich sage nein. Aber ich, meine Herren, ich habe mir diese Frage gestellt. Und ich irre mich wohl nicht, wenn ich annehme, dass die Antwort für viele sehr nützlich ist. Ich glaubte nicht an Ilari. Obwohl ich sein Verteidiger bin, glaubte ich nicht an ihn. Aus seinem Vorurteil heraus. Ich war der Meinung, ein schlecht gekleideter, ungebildeter Mensch wie er, mit einer zweifelhaften Moral, würde mir doch nicht die Wahrheit sagen. Mario Ilari, zu Beginn dieses Prozesses hast du mir einmal gesagt, du hättest von diesem Leben genug. Und hinzugefügt, Sie müssen wissen, dass ich noch jung bin. Wozu bin ich aus der Gefangenschaft zurückgekehrt? Hast du das gesagt? Ja. Das habe ich gesagt. Hören Sie die verzweifelte Stimme eines Menschen, der einer Gesellschaft gegenübersteht, die ihn verachtet und nicht verstehen will. Immer hat er die Folgen für Dinge tragen müssen, für die er nicht verantwortlich war. Man hat ihm gesagt, zieh in den Krieg, und er hat es getan. Er musste kämpfen, ohne zu wissen, wofür. Später hat man ihn dann hinter Stacheldraht gefangen gehalten, und als er zurückkehrte, fand er hier keine Arbeit. Schließlich bot sich ihm eine Gelegenheit zur Auswanderung, und er ging darauf ein. Und jetzt muss er nun dafür büßen. Ja, so ist es. Denn er würde sich nicht in dieser Lage befinden, wenn er Marcella nicht wieder aufgesucht hätte und wenn er ihrem Versprechen, ihm Arbeit im Ausland zu beschaffen, nicht geglaubt hätte. Ich weiß, meine Herren, Sie werden mir entgegenhalten, warum hat er da nicht gleich die Wahrheit gesagt? Machen wir uns doch nichts vor, meine Herren. Konnte uns denn Ilari überhaupt vertrauen? Oh nein. Und so stand dieser Mensch also wieder allein. Durch unsere Schuld allein. Inmitten einer feindlichen Welt. Sie, das heißt der Herr Staatsanwalt und der Herr Nebenkläger, haben uns eine Auslegung gegeben, wonach der Angeklagte mit lebenslänglichem Zuchthaus bestraft werden müsste. Aber ich frage Sie und vor allem das Hohe Gericht. Können Sie mit reinem Gewissen behaupten, dass Sie im Recht sind und er im Unrecht? Könnte nicht im Gegenteil er, Mario Ilari, die Wahrheit gesagt haben? Warum könnte er nicht auch die Wahrheit sagen? Wenn Sie mir nur zugeben, meine Herren, dass dieses Könnte existiert, wenn nur der Funke einer Wahrscheinlichkeit besteht, dass er die Wahrheit gesagt hat, dürfen Sie Mario Ilari nicht verurteilen. Los, weg, Idiot! Was war denn das? Sie haben wahrscheinlich Greta umgebracht. Bleibt ihr auf dieser Seite. Komm, Luisa. Schnell, versteckt euch hier. Los, weiter, weiter! Ich kann nicht mehr, warte doch, mein Fuß! Verdammt, wenn man den Schuss gehört hat! Da steht einer. Nur noch ein Stück bis zur Raffinerie, dann sind wir in Sicherheit. Das scheint ernst zu sein. Ja, wir dürfen sie nicht bewegen. Kümmere dich um sie, Luisa. Ich sehe mal nach, was da los ist. Rein hier, rasch! Bist du verrückt? Der beobachtet uns.
Was hast du denn gedacht? Hast du geglaubt, dass ich dumm bin? Herr Kommissar, die wollten sich aus dem Staube machen. Wissen Sie, dass Greta verletzt ist? Ja, ich weiß. Ich habe auch auf der Lauer gelegen. Aber jetzt haben sie ausgespielt. Kommt! Ach, Sie sind es, Fräulein. Er hat mich niedergeschossen. Er hat gemerkt, dass ich Sie sprechen wollte. Deshalb war ich sogar auf dem Gericht. Jetzt weiß ich auch, warum die mir verboten hatten, was zu sagen. Jetzt weiß ich es genau. Die beiden waren es nämlich, die Marcella umgebracht haben. Ich habe gehört, wie sie sich darüber unterhielten. Sie haben gesagt, Marcella hätte verraten, dass sie... Erklärung abgeben. Nein, danke. Fahren Sie. Sie sind ganz groß gewesen. Wir haben schon alles gehört, Herr Anwalt. Ja, Sie waren wirklich tüchtig. Ich habe so wenig getan. Roberto, willst du nicht auch zu Ihnen gehen? Heute ist noch ein Festtag für uns alle.